durchblicken. Mal mehr, mal weniger. Also, ich beschäftige mich aber ehrlich gesagt auch gar nicht damit. Das müssen andere entscheiden. Ich bin natürlich dafür, dass wir so viel Gerechtigkeit wie möglich auf dem Platz haben. Ist ja ganz normal. Aber man sollte auch nicht zu viele Entscheidungen dem Schiedsrichter abnehmen. Sonst, wie wir es jetzt schon teilweise erfahren haben, sind wir dann 3 Minuten später nach der Zeit und dann wird auf einmal eine Entscheidung zurückgenommen. Ist ein bisschen schwierig, ist ein bisschen kontrovers, aber ja, ich bin zum Glück nicht in der Position, dass ich da irgendwelche Entscheidungen treffen muss. Von daher sehe ich das eher von außen und bin gespannt, was da noch kommt in nächster Zeit.